Hallihallo, meine Lieben. Ich hatte es euch ja in meinem letzten Parfum-Video, wo ich euch meine Neuzugänge alle in Epo verbreite, gezeigt habe, schon angedeutet, dass so ein ähnlich kann man eigentlich nicht sagen, aber dass auch ein Video mit neuen Düften kommen wird. Und zwar mit Neuerscheinungen. Die Neuerscheinungen, die mich persönlich so in den letzten Monaten, über den Sommer hinweg, interessiert haben. Alles Designerdüfte. Und ja, ich habe da mir so ein paar Proben besorgt, zuschicken lassen. Also ich habe mich so angemeldet, denn man kann sich ja bei den Parfumherstellern, bei den Marken anmelden, dass man davon Pröbchen bekommt. Und ich bin auch in die Parfümerie gegangen und habe mich da so ein bisschen durchgeschnuppert und hier so hübsche kleine Tütchen fertig gemacht. Genau, da habe ich so ein paar Düfte gesammelt, die mich sehr interessiert haben und vielleicht interessieren sie auch euch. Vielleicht hattet ihr noch nicht die Gelegenheit, an ihnen zu schnuppern. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so viel drum herum. Wir gehen in medias res und fangen an. Mit welchem Duft fangen wir? Wir fangen, na klar, fangen wir mit diesem Duft an. Es ist eigentlich klar, dass wir mit diesem Duft anfangen. Prada Paradox Intense. Ja? Hier die gute Emma Watson ist ja das Gesicht des Duftes. Und wenn ihr meine Videos länger verfolgt, den Parfum-Content zumindest, habt ihr vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen, dass ich den normalen Prada Paradox wunderschön finde. Ich habe ja auch den Flakon hier. Und natürlich war ich sofort sehr gespannt, als ich gesehen habe oder mitbekommen habe, dass die Intense-Version jetzt draußen ist. Ne? Habe ich mich dafür so ein Pröbchen angemeldet. Das kam jetzt über L'Oreal, Douglas, whatever, ich weiß nicht mehr, wo ich mich da angemeldet habe. Und ja, jetzt habe ich hier ein Pröbchen von dem Intense. Und ich würde sagen, wir schnuppern mal zusammen an ihm, oder? Versuche ich mal jetzt zu sprühen. Warte mal, ich sprühe ihn mal auf das kleine Gartenchen. Ja, also ich finde, ja, er ist schon sehr ähnlich. Er ist schon sehr, sehr ähnlich. Zum Original Paradox. Vielleicht ein Tacken herber. Ich krieg da nicht ganz so viel. Also ich krieg schon Vanille. Aber nicht so die Orangenblüte ist, glaube ich, ist da welche drin? Jedenfalls kriege ich sie nicht so sehr. Er ist nicht so süß, sondern er ist ein bisschen herber, finde ich. Ja, er ist ja auch die Intense-Version, also ein bisschen intensiver. Ne? Das ist ja dann immer so der Witz an der Sache, dass die dann auch irgendwann rauskommt. Aber ich finde, wenn man schon den Prada Paradox zu Hause hat, braucht man nicht den Prada Paradox Intense. Weil auch der Prada Paradox, der normale, super, also performt, hält. Also bei mir hält er wirklich echt gut. Ich nehme den gut wahr, der ist angenehm, der ist schön, der hält seinen Tag durch, seinen Arbeitstag durch. Und ich mag, dass bei dem normalen Paradox die Orangenblüte ein bisschen mehr kickt. Der ist hier mit ein bisschen herber, vielleicht ein bisschen behäbiger als der normale. Ich glaube, ich würde den normalen favorisieren, wenn ich mich entscheiden müsste. Ansonsten würde ich den Intense aber auch tragen. Ist ein sehr schöner Duft. Also, ich mag ja diese Duft-DNA, ne? Sonst würde ich auch nicht den OG-Duft so feiern. Also, ich mag den Duft, so ist es nicht, ne? Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, und wir machen ja schon den Vergleich, ne? Macht irgendwie Sinn. Würde ich mir den zuerst erschienenen holen. Wenn ihr allerdings mit der Performance nicht zufrieden seid, vielleicht macht es der Intense besser, aber jetzt auf den ersten Schnupperer würde ich ihn so vom Opening sagen, gleich. Was die Intensität betrifft. Ja, ist ein schöner Duft. Ist jetzt das Rad nicht neu erfunden, ist jetzt schon sehr nah am Original dran. Ne? Da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ist jetzt unbedingt anders, unbedingt schöner für meine Nase, bräuchte ich jetzt. Der ist gut, den kann man machen, aber ich würde, glaube ich, den Original
Oh, ich habe irgendwie ein Haar hängen. Das hat mich gekitzelt. Bevorzugen. Schreibt mir sehr gerne, was ihr davon haltet. Ne? Sagt mir mal, ob der für euch auch so ähnlich riecht oder sagt ihr, nee, ist ja komplett anders für meine Nase. Sagt mir das gerne. Das interessiert mich besonders beim Prada, weil ich den ja so wundervoll finde. Das ist ja einer. Oh, ich find den einfach so schön. Für den Frühling, Sommer ist der einfach nur ein Traum. Dann als nächstes, welchen nehmen wir denn als nächstes? Nehmen wir mal den hier. Was ist hier? Ich muss hier mal auf mein Zettelchen gucken. Ach, da. Das ist der. Hier kann man es jetzt nicht so gut sehen. Ich blende euch den Duft ein. Das ist der Goddess von Burberry. Burberry? Mann, das ist ein Markennamen, ne? Ich blende euch den Flakon ein, da könnt ihr ja sehen. Und ja, für meine Nase ist das ein wunderschöner Vanilleduft, den ich sehr gerne hätte. Ich mache es kurz und knapp. Ich habe ja bisher auch einige nicht so positive Stimmen gehört, ne? Ich finde, es ist ein sehr schöner Vanilleduft, nicht so ein pudriger Vanilleduft und auch nicht so ein quietschefudig süßer Vanilleduft, sondern es ist wirklich so eine parfümige, cremige, leicht süße Lavendelnote und der hat ja auch Vanillenote und er hat ja auch so ein bisschen Lavendel mit drin. Jetzt habe ich's. Und ich finde, dadurch bekommt der so ein bisschen was Erwachsenes. Der ist so ein bisschen. Es ist nicht so ein verspielter Vanilleduft. Es ist nicht so ein dekadent reichhaltiger Vanilleduft, sondern irgendwie so ein eleganter Vanilleduft. Der ist so laissez-faire. Ich find den wunderschön. Ich mag den. Also wenn vielleicht der Hype jetzt ein bisschen abgeflaut ist und die Flakons nicht mehr ganz so teuer sind, ne, wenn man sie auch vielleicht mal so als Schnäppchen Secondhand schießen kann, würde ich mir den Goddess holen. Ich finde den sehr gelungen, sehr schön und die Kombination Vanille-Lavendel, ne? Der ist so ein unaufgeregter Vanilleduft. Ich mag den sehr gerne. Ja, der ist jetzt nicht super, wie soll ich sagen, jetzt ganz neu und man hat da das neue Dufterlebnis so. Und ich merke, oh, die Vanille neu erfunden. Aber ich finde, ein sehr schöner Vanilleduft, ein sehr eleganter, ganter, unaufgeregter Vanilleduft. I like. Wirklich wahr. Und den Flakon finde ich auch hübsch. Der ist zwar ein bisschen drüber. Ein bisschen. Aber irgendwie auch hat er was. Irgendwie finde ich ihn auch hübsch. Ne? Irgendwie überlege ich mir auch, eigentlich bräuchte da eine größere Größe von, weil er hübsch ist. Ne? Das Herz will, was das Herz will. So. Ach ja. Dann zeige ich euch mal einen Duft. Von Guerlain La Petite Robe Noire, das Absolu, das ist ja jetzt neu rausgekommen. Und, also ich habe nicht alle aus der Le Petit Robe Noire Reihe, es gibt ja unzählige Flanker, ne? Ich komme da auch, es ist auch immer nicht so einfach, ne? Ich habe zwei von dem, ich glaube, ich habe den Original aus 2012, habe ich einen. Und ich habe dieses, Rose Cherry. Ich kann ihn euch ja einblenden, wenn ich den Flakon finde. Und diesen Rose Cherry, Rose, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den finde ich traumschön. Der von 2012, der ist mir zu schwer, der ist mir. Ich kriege keine Luft, wenn ich den trage, aber dieser Rose Cherry, keine Ahnung, whatever, den finde ich traumschön. Und ich wollte aber, bevor ich mich jetzt vielleicht irgendwie festlegen sollte, mit einem Flakon. Natürlich wissen, wie das Absolu riecht, ne? Was sie da so auf den Markt gebracht haben. Und als ich gesehen habe, dass bei Parfumo ein Sharing angeboten wird, ich habe hier so kleine Zettelchen, ich spüre mir den mal rauf, habe ich zugeschlagen. Ne? Habe ich zugeschlagen und mir den geholt und wollte mich dann halt entscheiden, schweren Herzens, welchen ich denn nun schöner finde. Den finde ich nicht schön. Ich habe auch nachgeschaut, warum ich ihn nicht schön finde. Also man hat so diese Rosennote, ne? Aber da ist auch geräucherter Tee drin. Und diese Rauchnote, ich dachte erst, es ist nicht Weihrauch, irgendwas ist da. Ich mag ja auch Weihrauch in Düften, ist auch schwierig bei mir. Es wird dann so schwer drückend und ich kriege keine Luft gefühlt. Kennt ihr dieses? Und dieser geräucherte Tee, dieses herb, ja richtig räucherige, man kann es wirklich so sagen, das riecht man auch raus. Und es ist gar nicht mein Cup of Tea, ne? Patchouli, Leder ist, glaube ich, noch mit drin. Also wirklich schon
eher schwerer, geerdeter. Was auf alle Fälle für kühlere Tage. Nee. Ich nehme auch die Rose, weil die ich an dieser Reihe so liebe. Es ist so eine ganz bestimmte, so eine Rose. Ja, mit so ein bisschen Kirsch. So diese, ist ja auch dieser Rose Cherry, da ist ja auch Rose und Kirsche und diese Kombination ist einfach, ich find die so schön. Aber hier wird ja durch diesen geräucherten Tee, ist die so schwer, wird die so erdrückt für meine Nase. Mag ich nicht. Ist mir zu heavy. Also wirklich zu heavy. Das ist ein Flanker, der ist leider bei mir durchgefallen und na gut, dann fällt mir vielleicht die Entscheidung auch ein bisschen leichter, ne? Also ja. Sagt mir gerne eure Meinung. Das ist ein Video, wo eure Meinung gefragt ist. Ihr merkt es schon. Ich rieche auch diesen Tee da, dieses Geräucherte. Als ich die Duftbeschreibung gelesen habe oder die Inhaltsstoffe, die Ingredienzien, whatever, die Duftkomponenten, dachte ich so, ja, geräucherter Tee, das is ist es. Nee, nee, so möchte ich nicht riechen. Leider nein, leider gar nicht. Vielleicht werde ich meine Abfüllung auch bei Parfumo dann einstellen und weiterverkaufen. Vielleicht hat dann auch jemand Freude dann dran und feiert diese leichte rauchige Rose mehr als ich. Ne? Rauchig und ich ist ja sowieso immer äußerst schwierig. Ne? Welchen nehmen wir als nächstes? Nehmen wir mal den. Und zwar, ich zeige euch jetzt, ich blende euch das herein, ne? Von Lancôme aus der Idol-Reihe der Now. Ich hatte es ja auch schon in meinem letzten Video so ein bisschen angerissen, falls ihr das gesehen habt, dass ich mir den Intense aus der Reihe geholt habe, weil meiner Meinung nach ist das der schönste. Ich hatte auch an den anderen gerochen. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, an dem Nektar habe ich noch nicht gerochen. Ich hatte an dem Aura gerochen und es war für mich einfach so ein Sunny Beach Kokos Sonnenmilchduft. Vanille, so. Also jetzt, ja, wie man sie halt kennt. Und ich war jetzt sehr gespannt auf den Now. Und Leute, ich finde, dass der schon sehr in die Richtung von. Sehr in die Richtung vom Intense geht. Ihr habt auch wieder diese Rose. Das ist ja aus der Idol, das ist immer diese wunderschöne Rose. Auch wieder Vanille. Der hat halt auch dieses tiefere, nicht diese, das ist nicht so eine pfingstrotquietsche süße Rose, so wie bei dem normalen Idol, sondern das ist eher so eine, ja, so eine erwachsene Rose wieder, ne? Ich hatte ja letztes Mal auch schon gesagt und ich finde, der erinnert mich schon sehr an den Intense. Vielleicht jetzt nicht eins zu eins, lass da noch irgendwas anderes mit drin sein, I don't know what, ne? Irgendwas ist da bestimmt noch mal drin. Aber ich finde, die gehen schon, die haben den gleichen Vibe. Und wenn man vielleicht nicht unbedingt mehr an den Intense rankommt, weil er rausgeht oder rausgegangen ist oder was auch immer, könnte man sich den Now angucken. Weil ich glaube, wenn man den Intense mag, findet man den Now auch nicht schlecht. Also sind sich beide ähnlich. Ich bräuchte nicht beide. Das weiß ich schon. Dafür sind sie mir einfach zu gleich. Das ist mein Platz im Parfumregal zu kostbar. Ne? Ich habe ja auch nur einen bestimmten Platz. Deswegen würde er jetzt nicht einzeln oder erst, wenn der Intense aufgebraucht ist. Ich habe mir ja gerade erst den Flakon geholt. Aber sie gehen beide in die Richtung und ich finde, das ist ein guter Ersatz für den Intense. So, dann habe ich hier, warte mal kurz. Warte mal, ist ja nur meine Adresse drauf. Mal kurz, kriegen wir das abgerissen? Ne, kriegen wir jetzt nur so halb aufgerissen. Dann zeige ich es euch einfach so. Ich habe mir den neuen Alien-Duft zuschicken lassen. Ist einmal dieser no typical normale Alien, ne? Den wir ja alle kennen, den viele nicht mögen. Oder. Es ist schick, ihn nicht zu mögen, habe ich so das Gefühl. Weiß ich immer nicht mehr. Und sonst hat er sich nicht so lange gehalten und so gut verkauft. Also muss es irgendwie eine gute DNA sein. Finde ich, naja, ist ein anderes Thema. Und der neue heißt New. Ach nee, das ist der neue Duft. Der heißt nicht New, der heißt Supraflorale. Und hier ist das gute Stück. Zack, da ist er. Ich war sehr gespannt, denn ich mag den Original-Alien sehr gerne. Ich kann ihn nicht tragen, auf meiner Haut kommt er nicht gut raus und er kickt einfach nicht so. Ist ja der Signature von meiner Mama und an ihr finde ich, der riecht einfach klasse. Ne? Vielleicht verbinde ich den auch so jetzt so sehr mit ihr. Und ich mag ja aber auch den Alien Goddess so sehr. Ne? Diese Vanille-Kokos-Sonnenmilch-Mischung.
Da überlege ich ja auch, ne? Meine Abfüllung ist fast leer. Aber der Sommer ist ja auch irgendwie zu Ende. Da überlege ich ja auch, ob ich dann noch den Flakon brauche, weil ich liebe den Goddess von Alien. Ne? Der ist wunderschön. Der hat mit dem Original-Alien 0,0 zu tun. Also wenn euch der Original-Alien nicht gefällt oder ihn euch überrochen habt, braucht ihr keine Angst haben, das ist ganz anders. Ganz, ganz anders. Die DNA ist für mich komplett verschieden. Warum der auch Alien heißt, I don't know. Jedenfalls super, supra florale. So sieht das kleine Teilchen ja aus, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wir sprühen es einfach immer aufs Kartönchen. Ach, der heißt der. Ach nee, ist auch ein Goddess. Okay, riecht der jetzt auch so wie mein geliebter Goddess? Er hat Vibes davon. Also ich könnte jetzt auch. Also da ist bestimmt Vanille drin. Da ist bestimmt Vanille drin und da sind bestimmt auch wieder so florale Momente. Wenn es aus der Alien-Reihe ist, muss ich sofort an den Jasmin denken. Aber er hat auch was von meinem Prada Paradox. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so eine Fruchtigkeit ist oder ob es die Orangenblüte ist. Irgendwas erinnert mich daran. Und es ist so eine Mischung aus Alien Goddess und aus Prada Paradox. Ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ist ein schöner Duft, der super florale. Ach, hier ist ja ein Bild. Kann man erkennen, was da drin ist? Blumigkeit. Ein blumiger, amberartiger Duft, der die Blumigkeit des ursprünglichen Eau de Parfum noch weiter steigert. Also wird wahrscheinlich Jasmin drin sein. Ja, es ist, ja, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Das ist eine Mischung aus Alien Goddess und dem Prada Paradox. Dieses süß, quietschige, gefällige und dann aber dieser sommerliche Touch mit dem vanilligen Kokos, weiß ich jetzt nicht, aber so diesem vanilligen Moment, was Fruchtiges. Ja, ist ein schöner Sommerduft. Ja, es ist ein sehr schöner Duft. Aber ich habe ja schon den Prada Paradox und ich überlege, ob ich mir den Alien Goddess hole. Da bräuchte ich, glaube ich, jetzt nicht noch den. Wenn ich vielleicht beide Düfte nicht hätte. Könnte ich, würde, ja, würde mir der gefallen. Würde ich denken, oh ja, den brauche ich. Ja, das ist schön. Der riecht auch wieder sehr intensiv. Das ist ja auch bei den Aliens so, boah, Alter, der haut rein, ne? Ja, der ist schön. Ein schöner, gefälliger, toller Duft. Also wenn ich gefällig sage, ist das für mich ist das nicht Negatives, weil ich trage jetzt Parfum nicht unbedingt, um immer aufzufallen und anders zu sein, sondern wenn was gut für mich riecht, riecht was gut für mich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich finde das, ja, wenn was gut riecht, dann riecht das gut. Dann gefällt mir das. Ja, der ist schön, aber wie gesagt, nicht das Rad neu erfunden. War schon mal in anderen Parfums irgendwie da. Wir gestischt jetzt rein. Wir kriegen wir nicht. Legen wir einfach so zur Seite. So, was machen wir jetzt weiter? Ich habe jetzt noch zwei Düfte für euch. Eine herbe Enttäuschung, die mich. Also, eine herbe Enttäuschung und ein wunderschöner Duft. Wir machen die herbe Enttäuschung und dann den wunderschönen, weil man soll immer mit was Positivem auch rausgehen, ne? Und zwar, meine lieben Freunde, der Sonne, der Eilish 2, der ist nicht schön. Nein, gar nicht. Also, ich liebe ja den Eilish 1 oder Volume 1 oder whatever, ne? Ich habe ja auch den großen Flakon, die 100 ml hier und ich liebe diesen. Das ist ja so karamellisierte Blüten, Vanille, Fluff, Karamell. Das ist ja einfach Coziness zum Aufsprühen. Ne? Ich liebe diesen Duft. Und ich war eigentlich schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, komm, eine, zwei hole ich mir. Der wird auch, der Billy weiß, was gut riecht, ne? Was mir gefällt. Aber dann dachte ich mir, so die Duftnoten. Holst du dir mal eine Abfüllung? Habe ich mir also eine Abfüllung bei Parfumo bestellt. Diese Abfüllung ist niemals bei mir angekommen. Ich weiß nicht, ist vielleicht in der Post verloren gegangen. Ich weiß es nicht. Ach, da war noch eine Abfüllung dabei. Da hatte ich mir von Juliet Has a Gun und so einen Sommerduft noch mitbestellt. Ist leider ja auch nicht bei mir angekommen. Ne? Das ist wirklich traurig. Ne? Ich war sehr traurig. Jedenfalls ist der schon nicht bei mir angekommen. Das war kein gutes Vorzeichen. Dann wollte ich mir noch mal eine Bestellung per Parfumo bestellen. Die hat mir nicht mehr geantwortet.
Also das war auch nicht gut. Dann bin ich irgendwann ganz frustriert und fuchsteufelswild in die Parfümerie und habe mir da aufgesprüht. Und der Flakon war auch noch kaputt. Da ist mir der Deckel erstmal durch den ganzen Laden gescheppert. Also, der Duft und ich, die Vorsehung will es so, dass wir keine Freunde werden. Und der ist auch wirklich, ich habe dran gerochen und ich glaube, mir ist richtig das Gesicht entglitten. Ne? Ich stand da am Douglas und dachte mir, was ist denn da los? Das ist einfach... Das hat einfach null, also erstmal null mit dem eins zu tun. Es ist ja okay, es kann ja ein eigenständiger Duft sein, aber der ist so stechend und ja, ich kann es gar nicht netter sagen, penetrant. Da ist ja Pfeffer drin, schwarzer Pfeffer. Ich weiß nicht, ob der mir so in der Nase sticht. Palo Santo, das ist ja so ein parfümiges Holz. Mag ich eigentlich ganz gerne, der ist so... unangenehm. Ah ja, einfach, der sticht, der steigt mir sofort in die Nase und sticht so. Der ist zu viel, der ist zu parfümig, der ist zu drüber, der ist zu intensiv, der ist... Nee, der riecht schon fast so ein bisschen, als wäre er gekippt, aber einfach, dass die Intensität nicht richtig ist von den einzelnen Komponenten. Also, ich weiß auch, ich finde den ganz schlimm und war arg enttäuscht, weil ich hätte mir wahrscheinlich auch geholt, wenn er nur so semi-gut gewesen wäre, ne? So, ist okay, kann man machen. Aber der geht gar nicht. Der geht also für meine Nase gar nicht. Sagt mir sehr, sehr gerne, was ihr von ihm haltet. Wenn ihr ihn liebt, sagt mir das auch. Also ich bin ja auch nicht, das war ja letzter Schluss. Ne? Das interessiert mich sehr, wie ihr ihn findet. Den Eilish 2. Für meine Nase geht ja gar nicht und irgendwas ist da schiefgelaufen. Ich weiß nicht, ich bin sehr traurig. Sehr traurig, weil ich wollte eigentlich so eine Eilish Collection. Ne? Ich mag auch ihre Musik sehr gerne. Ich mag das. Und... ja, ich dachte mir schon so, ja, jeder Flakon, dann habe ich den so. Aber bei Eilish 2 muss ich echt passen, ne? Strauß. So, meine Lieben, jetzt muss ich gucken, ob ich hier den Namen richtig hinkriege. Und zwar der Libre. Ich habe ja auch schon, der Libre von Yves Saint Laurent, habe ich ja schon Le Parfum, das Le Parfum oder das Absolu. Ach, ich kann es euch gerne einblenden. Ich komme bei den Flankern auch immer so ein bisschen durcheinander. Ne? Mit dieser tief braun bernsteinfarbenen Farbe. Wunderschön, liebe ich. Und jetzt kam ja raus Libre Absolu Platin. In diesem fancy silber-platinfarbenen Flakon. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, muss ich schon mal. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich habe ja schon von dem anderen den Flakon hier. Und ich finde den einfach noch schöner. Da kommt einfach die Lavendel so wunderschön raus, als würdet ihr an so einem Lavendelsäckchen riechen. Und dann ist da aber auch noch so eine süße und zugleich saubere Orangenblüte drinne. Und das Ganze wird aber auch wieder so ein bisschen rund und gefällig gemacht durch die Vanille. Der hat für mich nicht diesen typischen Libre-Tonka-Vanille-Moment, dieses sehr süße, sondern er hat wirklich die Lavendel, so dieses krautige, ist da ohne zu ätherisch zu sein, einfach nur diese krautige Duftsäckchen-Lavendel. Wird so ein bisschen... sauberer, lieblich floraler gemacht durch so ein Orange. Und ich liebe ja, was in ihrem Duft, den ich gut finde, ist Orangenblüte. Opfer. Und dann aber so ein bisschen Vanille, was noch so eine süße. Ich finde den traumschön. Ich finde den traumschön. Und wäre ich nicht so ein Geizkragen, hätte ich ihn mir schon längst gekauft. Aber ich habe ja jetzt erstmal hier so eine. Ich habe mir in weiser Voraussicht eine etwas größere Abfüllung besorgt, ne? Weil ich glaube, dass ich den im Herbst und im Winter oder auch so zur Weihnachtszeit... Oh, der ist so schön. Also das ist eine richtige Empfehlung, wenn ihr an dem schnuppern könnt oder bei Parfumo euch so eine Probe holen könnt, wenn ihr so Lavendeldüfte mögt. Ich finde auch das Unisex, Männlein, Weiblein, whatever, Weiblein... whatever kann den tragen. Ne? Der ist einfach so schön. Oh, ich finde den Traum schön. Ne? Der ist ganz, ganz toll. Als ich an dem gerochen habe, war das gleich so love at first sight. Ne? Ey, so schön. Also den finde ich klasse.
diesen, und auch der Flakon so, ne, dieses Platinfarben ist auch sehr fancy. Mag ich sehr. Überrascht, also ich dachte mir schon, ich mag ja die Libre-Düfte, aber dass ich ihn so schön finde, hätte ich jetzt... Oh, der ist einfach, ja, der ist auch so, der hat auch so was Beruhigendes durch diese Lavendel, so was Umhüllendes einfach nur. Ich finde den ganz, ganz klasse. Große Empfehlung, sich den mal anzugucken, wenn ihr es nicht schon getan habt, wenn ihr ihn kennt. Wieder eure Meinung, ne? Ich finde den toll. Ich finde den richtig, richtig toll. Verliebt. Kann ich gar nicht anders sagen. So, meine Lieben. Das hier sieht aus, ne? Überall liegt, naja, ist egal. Das waren meine Neuerscheinungen, die mich die letzten Monate irgendwie interessiert haben, als ich sie gesehen habe, wo ich schon vor den Vorgängern Fan war und wissen musste, wie da der neue Flanker riecht. Im Designer-Segment, ne? Sind jetzt ja alles Designer gewesen. Ja, das musste ich mal anschnuppern, ne? Weil ich sehr neugierig war. Und es sind noch ein paar Kandidaten, wo ich mir so denke, da bräuchte ich vielleicht einen Flakon von, ne? Ist ja auch immer gefährlich, wenn man irgendwas neu anschnuppert. Sagt mir sehr gerne, was ihr von den Neuerscheinungen haltet. Was vielleicht eure Designer-Neuerscheinung des Sommers war. Welchem Duft ihr entgegengefiebert habt. Ob ihr enttäuscht wurdet, ob ihr positiv überrascht wurdet. Was die Meinung zu meinen neuen Düften ist. Oder zu meinen neuen Prüppchen, wie immer ihr es auch nennen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es entspannt angehen, lasst euch nicht stressen. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.